Wieder einmal heiße ich alle K-System und Open K-Freunde und selbstverständlich auch die, die es erst noch werden möchten, ganz herzlich willkommen bei Kuvenau. Auch heute dreht sich das Video wieder komplett um das Thema Steuerung des Open K-Systems mit dem Drain Controller plus Street. Bisher haben wir es ja immer so gemacht, dass wir eine Zugfahrt angelegt haben, haben dann ein Auto draufgestellt und die Autozugfahrt war dann genau auf das Auto abgeschnitten, dass es auch in die entsprechenden Straßenabschnitte hat fahren können. Ja. Jetzt haben wir aber auf so einer Anlage, haben wir mit Sicherheit diverse Stellen, wo eben nicht alle Fahrzeuge durchfahren können. Beispiele gibt es da massig. Ich sage zum Beispiel mal, ich habe vielleicht an manchen Stellen einfach so enge Kurvenradien gebaut, dass eben das nur PKW schaffen. Ja, da geht eben dann kein Sprinter und so weiter rum. Der schafft den Kurvenradius einfach nicht. Und da wäre es dann saudoof, wenn dann der Drain Controller uns da ein Auto drüber schicken würde. Oder zum Beispiel, ich habe eine schmale Gasse. Ja, die ist halt relativ eng. Da passen dann so breite LKWs gar nicht durch. Was ja in der Realität auch nicht machbar wäre, weil dann wären dann halt die LKWs verboten. Auch das müssen wir ja irgendwie steuern können, dass der Drain Controller mir da nicht so ein langer LKW durchschiebt. Oder, ja, sagen wir es mal anders, ich habe hier irgendwo eine Bushaltestelle. Ja, in so einer Bushaltestelle sollen ja nur Linienbusse halten und nicht einfach mal auf einmal so ein Sprinter da drin stehen. Sieht ja doof aus. Ist weder nichts realistisch und so weiter. Und jetzt brauchen wir natürlich irgendein Instrumentarium, um dem Drain Controller erklären zu können, dass eben in gewisse Blöcke nicht alle Autos rein dürfen. Jetzt könnte man natürlich hergehen, könnte für jedes Auto eine individuelle Autozugfahrt anlegen und in der Zugfahrt sind dann auch wirklich nur die Blöcke drin, wo das Auto rein darf. Das ist aber wirklich wahnsinnig mühselig, ja, jedes Mal für jedes Auto eine Zugfahrt oder für ein paar Autos eine spezielle Zugfahrt zu schreiben. Und zum anderen ist das natürlich, verliert man da ganz schnell den Überblick. Gerade wenn man jetzt eine größere Anlage hat, da reden wir nicht gerade von 3 Zugfahrten, sondern da reden wir vielleicht von 20, 30, 40 oder 50 Zugfahrten. Und wenn wir das dann nochmal die ganze Zeit der Autos machen, dann vergesst es. Da blickt er nicht mehr durch, ihr müllt die Kiste nur unnötig zu und er verliert komplett den Überblick. Aber glücklicherweise bietet uns der Drain Controller da eine Möglichkeit, wie wir ihm erklären können, in welche Blöcke nur gewisse Autos reinfahren dürfen. Und genau das gucken wir uns jetzt an, wie das funktioniert. Jetzt habe ich schon mal wieder den Drain Controller und mein Straßennetz von meiner Testanlage geöffnet. Und jetzt schauen wir einfach mal, ich suche mir jetzt einfach mal den Block hier raus. Das ist ja hier eine schmale Gasse. Die ist halt eben einmal von den Radien hier relativ eng und auch von der Breite her relativ schmal. Und da sage ich jetzt einfach mal, dürfen nur kleine Fahrzeuge wie PKW oder Sprinter eben rein. Alles andere darf hier nicht durchfahren. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal auf den Block, klicken den Block doppelt an. Dann öffnet sich wieder unser Blockkonfiguration, wo wir ja die ganzen Melder etc. und so weiter hinterlegt haben. Und da gibt es jetzt den Reiter Autos. Da klicken wir jetzt einfach mal drauf. Und hier sehen wir jetzt schon, hier haben wir verfügbare Autos und Fahrzeuggruppen. Fahrzeuggruppen kommen wir gleich dazu. Jedenfalls haben wir jetzt hier, eine Auswahl bei unseren ganzen Fahrzeugen. Und hier steht jetzt zulassen. In dem Moment, wo hier kein Eintrag drin ist, so wie jetzt, bedeutet das, der Block ist für alle Autos und so weiter freigegeben. Sobald wir jetzt aber hier einen Eintrag machen, müssen wir alle Fahrzeuge, die da rein dürfen, hinterlegen. Und jetzt sagen wir einfach mal, unseren Block hier, der ist für den Audi Q7 erlaubt, für den DHL Sprinter noch und sagen wir einfach mal die M-Klasse schwarz.
machen wir einfach mal die drei Fahrzeuge hier rein. Gut. Sagen wieder OK. Speichern das Ganze ab. Gehen aus dem Editiermodus raus. Und stellen doch hier mal unseren DHL-Sprinter rein. Dann gehen wir in den Fahrdienstleiter. Und jetzt gibt es hier bei mir schon eine Zugfahrt, eine Autozugfahrt, die da heißt Abstellen 11. Das ist meine Abstellkammer 11 sozusagen. Und die soll in den Block 10, 11 oder 30. Das sind die hier. In einem von diesen Blöcken soll das Fahrzeug jetzt fahren. Und jetzt versuchen wir einfach mal, diese Zugfahrt zu starten, indem ich einfach sage, auf Rechtsklick, Start. Und wir sehen, der Train Controller startet die Zugfahrt und mein Sprinter kann sich in Bewegung setzen. So, jetzt beenden wir das Ganze mal wieder, weil mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Schmeißen hier mal den Sprinter raus und nehmen doch einfach mal unseren OM3500. Ja, dieses Fahrzeug hier. Nehmen wir doch einfach mal das. Und jetzt probieren wir, die gleiche Autozugfahrt nochmal zu starten. Halt hier, genau die hier. Versuchen wir jetzt nochmal zu starten. Und wir sehen, die wird hier nicht grün. Ich kann diese Autozugfahrt nicht starten. Er lässt es nicht zu, weil eben der Train Controller erkennt, dass in irgendeinem Block innerhalb dieser Zugfahrt das Auto keine Berechtigung hat, also nicht zugelassen ist. Daher startet er die Zugfahrt erstmal gar nicht. Zum Vergleich, ich nehme hier einfach mal die Autozugfahrt, halt nee, das ist ja Block 10, wir müssen natürlich auf Block 11. So, wir nehmen einfach mal diese Autozugfahrt, starten die mal und wir sehen, hier funktioniert es jetzt. Eben aus dem Grund, da in den ganzen Blöcken hier außenrum ist eben kein Verbot für dieses Fahrzeug vorhanden. Deshalb tut er die starten. Gehen wir doch einfach mal noch her und fügen jetzt mal dieses Fahrzeug hier nochmal hinzu. Machen wir mal noch kurz. So, nehmen wir den auch mal mit rein. Und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal zu starten und sehen, oh Wunder, er lässt ihn losfahren. So einfach ist es, wie man Fahrzeuge steuern kann. Ja, einfach indem wir hergehen, gehen in die Blöcke rein und geben die Blöcke nur für spezielle Fahrzeuge frei. Das ist eigentlich der ganze Trick. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir jetzt sagen, diese Gasse hier, ja, in dieser Gasse dürfen nur kleine Fahrzeuge rein. Dann müssen wir jetzt nicht in jeden Block hier reingehen, in dieser Gasse, und müssen hier die Autos hinterlegen. Es reicht, wenn wir das in dem ersten Block machen. Schon ab dem Zeitpunkt, wo das im ersten Block drin steht, ja, wird uns der Train Controller da kein Fahrzeug mehr reinsteuern. Dann brauche ich das Ganze in den Nachfolgeblöcken nicht nochmal tun. Ich kann es natürlich tun, ich muss es aber nicht. So. Ein weiterer Punkt ist, ich habe ja jetzt hier explizit genau die Fahrzeuge erwähnt. Ja, ich habe jetzt genau gesagt, das ist mein OM 3700, mein Audi Q7, mein DHL Sprinter und meine M-Klasse. Jetzt haben wir aber bei unseren Fahrzeugen vielleicht viele, viele ähnliche oder gleiche Fahrzeuge, die auch da rein dürfen. Ja, zum Beispiel PKWs. Wenn ich jetzt hier mal gucke, ich habe hier den, ich habe den hier, ich habe den Maybach. Also ich habe eine ganze Reihe an PKWs, die eben auch in diese Gasse rein dürfen oder rein könnten. Ja, genauso habe ich eine ganze Reihe an Sprinter, die auch da rein dürfen. Und wie das ja so ist, ich sag mal, unsere Anlage lebt ja, es kommt mal ein Fahrzeug hinzu, es fällt mal ein Fahrzeug weg. Gut, wenn eins wegfällt, ist es weniger dramatisch, aber es kommt ja immer mal wieder ein Fahrzeug dazu. Und wenn ich jetzt
sag ich mal, jedes Mal, wenn ich jetzt ein Fahrzeug dazu bekomme, wenn ich jetzt erst überlegen müsste, welche Blöcke habe ich jetzt nochmal, für welche Blöcke muss ich das jetzt nochmal explizit freigeben, etc., dann wird es irgendwann rechtlich kompliziert. Ne? Weil irgendwann tun wir uns komplett verhaspeln. Außerdem wird hier die Liste ellenlang. Aus genau diesem Grund gibt es nämlich da noch ein Hilfsmittel. Und das nennt sich Fahrzeuggruppen. So, jetzt schmeißen wir das Ganze mal alles wieder raus hier. Und jetzt kann ich eben, anstatt hier ein Fahrzeug explizit reinzuschreiben, kann ich genauso gut hergehen und kann hier eine Fahrzeuggruppe reinhängen. Zum Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal die Fahrzeuggruppe PKW. Wenn ich jetzt die Fahrzeuggruppe PKW hier reinhänge, dann wird dieser Block für alle PKWs freigegeben. Jetzt müsste man natürlich noch wissen, ja, was für Fahrzeuge sind da hinten dran in der Fahrzeuggruppe PKW. Da gehen wir einfach mal hier auf Fahrzeuggruppen und jetzt sehen wir hier PKW und jetzt können wir es hier aufklappen. Dann sehen wir hier meinen Maybach, meine M-Klasse Weinrot und die Polizei. Klar, Polizei wäre jetzt eigentlich eher so ein Einsatzfahrzeug. Bei mir hängt es jetzt halt mal einfach in der Gruppe PKW. Heißt also, für die drei Fahrzeuge wäre das Ganze jetzt freigegeben. Und jetzt kann ich halt hier auch noch sagen, ja, das Ganze ist zum Beispiel noch freigegeben für meine Sprinter Kurz. Und genau so kann ich das jetzt hier mit meinen Fahrzeuggruppen aufbauen. Heißt also, alles was innerhalb von diesen Fahrzeuggruppen ist, wird jetzt hier zugelassen. Gucken wir nochmal schnell nach, was jetzt in den beiden Fahrzeuggruppen drin ist. Sprinter Kurz. Okay, da haben wir jetzt momentan nur den da drin, in Sprinter Lang sind ein paar mehr hier drin. Und will mein OM 3500 wieder starten, seht ihr, passiert nichts. Das ist der gleiche Vorgang wie eben. Gehe ich her, nehme mein Sprinter 3M, setze den hier rein, starte die hier, ihr seht, das Ganze funktioniert wieder. Im Prinzip das gleiche, eben nur mit Fahrzeuggruppen. Ich denke mal, der Vorteil von Fahrzeuggruppen wird dem einen oder anderen schon, wird der eine oder andere jetzt schon gemerkt haben. Weil der große Vorteil von Fahrzeuggruppen ist jetzt, bekomme ich ein neues Fahrzeug. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich hole mal kurz meine Autoliste her, da sind ja noch lange nicht alle Autos drin. Beispiel nehmen wir mal den VW Touareg. Der VW Touareg ist jetzt mein neues Fahrzeug. Ihr habt gesehen, also ich sag mal so, der VW Touareg ist genauso ein PKW wie jetzt meine M-Klasse etc. pp. Wenn ich jetzt möchte, dass mein VW Touareg auch hier reinfahren kann, dann gehe ich eben nicht in den Block und gebe den frei, sondern ich gehe hierher, gehe hier oben bei Zug, zum Beispiel in Fahrzeuggruppen. Jetzt mache ich meine Fahrzeuggruppe PKW auf und sage, ab sofort hat mein VW Touareg, ab sofort gehört mein VW Touareg zu dieser Fahrzeuggruppe. Und wenn ich jetzt den VW Touareg nehme, stelle den hier erstmal aus dem Editiermodus raus, und stellen den hier rein. Den müssen wir natürlich wegschmeißen hier. So. Stellen den hier rein und sag jetzt wieder Start. Ihr seht, das funktioniert. Und der große Vorteil ist halt von Fahrzeuggruppen. Egal, wo ich jetzt in meinem Gleisbild gesagt habe, da dürfen PKW rein. Überall da darf jetzt auch der VW Touareg rein. Einfach nur, indem ich den in die Fahrzeuggruppe reingenommen habe. Und genau das ist der große Vorteil. Ich muss mir dann gar nicht mehr merken, in welchen Blöcken habe ich jetzt was eingetragen, weil ich ja einfach meine Fahrzeuggruppen definiert habe und da, wo ich das Fahrzeug in die Fahrzeuggruppe, die ich das aufnehme, da darf es dann auch rein. Selbstverständlich könnt ihr auch ein Fahrzeug in mehrere Fahrzeuggruppen legen. Ich gehe jetzt einfach mal her, nehme mal meine Busfahrzeuggruppe und sag jetzt, ja, auch hier ist mein VW Touareg drin. Ihr seht, der ist jetzt hier drin
Und der ist in der LKW kann er nicht drin sein, so PKW. Hier seht ihr einmal hier das Fahrzeug und einmal hier. Heißt also, ihr könnt auch ein Fahrzeug in mehrere Fahrzeuggruppen reinnehmen. Das ist auch der große Vorteil von Fahrzeuggruppen. So, jetzt nehmen wir aber den da mal wieder raus. So. Das gleiche ist auch, ihr könnt zum Beispiel auch Fahrzeuggruppen miteinander verschachteln. Wobei ich da halt schon wirklich sehr, sehr aufpassen würde, weil irgendwann wird es dann natürlich auch wieder unübersichtlich. Also ich mache es definitiv nicht, aber natürlich geht es. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, meine Sprinter lang Fahrzeuggruppe enthält auch die Fahrzeuggruppe Sprinter kurz. Geht genauso. Also auch das funktioniert. Ihr könnt Fahrzeuggruppen miteinander verschachteln. Aber wie gesagt, ich würde halt da wirklich extrem mit aufpassen. Ich mache es ehrlich gesagt so, wenn bei mir in den Block eben beide Sprinterkategorien rein dürfen, dann trage ich in den Block beide Sprinterkategorien ein, weil wenn ich halt dann nur einen Block habe, wo nur die langen rein dürfen, dann habe ich hier schon wieder ein Problem. Und da sage ich mir halt einfach, da tue ich mir vielleicht mehr Probleme aufbauen, wenn ich in Fahrzeuggruppen andere Fahrzeuggruppen mit verschachtel, als es in der Realität gut ist. Deshalb sage ich, ja, lass ich lieber. Was ich euch auch gleich noch zeigen kann, ist, ihr könnt natürlich auch Fahrzeuggruppen für welche Fahrzeuge was freigegeben ist, könnt ihr nicht nur in den Blöcken eintragen, sondern ihr könnt das Ganze auch in einer Autozugfahrt. Wie ihr seht, auch hier gibt es wieder das ganze Thema Autos. Wenn ihr jetzt also zum Beispiel eine ganz spezielle Autozugfahrt habt, die nur für gewisse Fahrzeuge, beziehungsweise vielleicht nur für ein einziges Auto sind, dann könnt ihr auch hierher gehen, in dieser Zugfahrt euer Auto bzw. eure Fahrzeuggruppen hinterlegen. Auch das ist hier möglich. Und was hat das jetzt für einen Sinn, wenn ich das in die Autozugfahrt reinlege? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Taster habe, mit dem Taster starte ich zum Beispiel hier das Fahrzeug. Und jetzt möchte ich ja natürlich mit dem Tastendruck hier auf den Taster, möchte ich ja nicht, dass mein Fahrzeug immer die gleiche Route fährt, sondern ich habe ja von hier unterschiedliche Routen zur Auswahl. Und jetzt deshalb ist es bei mir so, einfach so, dass hier quasi eine ganze Litanei an Autozugfahrten drin ist und hier eine zufällige Reihenfolge hinterlegt ist. Heißt also, der Train Controller prüft ab, ob das Fahrzeug, das jetzt die Zugfahrt starten soll, ob das irgendwo nicht in den Block nicht rein darf, dann nimmt er die natürlich nicht. Ansonsten nimmt er natürlich eine andere. Vielleicht nochmal ganz kurz für all diejenigen, die die Version 9 vom Train Controller haben, denn das, was ich euch eben gezeigt habe, war ja noch die Version 8 vom Train Controller. Natürlich gibt es auch in der Version 9 das Thema Fahrzeuggruppen. Die findet ihr hier unter Bearbeiten. Hier bei Zug seht ihr Fahrzeuggruppen. Und auch hier drin könnt ihr eure Fahrzeuggruppen, wie ich es euch eben gezeigt habe, anlegen, verwalten etc. pp. Und mit diesen Bildern sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, wie ihr eurem Train Controller erklären könnt, wo welche Fahrzeuge rein dürfen und wo welche nicht. Natürlich hoffe ich auch, dass euch dieses Video wieder gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder den Daumen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Björn.